In der Oktober-Sitzungsfolge des Südtiroler Landtags wurde in der Zeit der Mehrheit ein Landesgesetzentwurf mit 22 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt, mit dem der Haushaltsvoranschlag der autonomen Provinz Bozen für das laufende Jahr um 182 Millionen Euro aufgestockt wird. Diese zusätzlichen Mittel stammen laut dem Landeshauptmann unter anderem aus Steuereinnahmen, die aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung angefallen sind, sowie aus sogenannten Erhausungen, Umbuchungen bzw. Einsparungen. 90 Millionen Euro, rund die Hälfte des Gesamtbetrages, sind für die Kollektivvertragsverhandlungen im öffentlichen Dienst vorgesehen. Der zweitwichtigste Betrag geht mit 40 Millionen Euro an die Mobilität. In ihren Stellungnahmen begrüßten die Abgeordneten unter anderem die Fortschritte bei den Kollektivvertragsverhandlungen und kritisierten die hohen Mittel für die Mobilität. Abgeschlossen wurde die Sitzungswoche mit der Behandlung von 3 Anträgen, die allesamt angenommen wurden. 2 davon waren von der SVP gemeinsam mit La Civica vorgelegt worden. Einer zielt auf ein besseres Angebot bei öffentlichen Ladestationen für E-Autos im Land ab. Der zweite befasst sich mit den Lebendtiertransporten und schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, um Tierleid in diesem Zusammenhang zu vermeiden. Die Regulierung und Entnahme von Großraubwild und die Herabsetzung von dessen Schutzstatus thematisierte schließlich der 3. angenommene Antrag der Mehrheit.